Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir fahren die Tippets und der Freund Thompson ist dabei mit der Tago. Genau, Servus. Wir haben ein wunderschönes Gefecht erreicht mit unserem Achterschiffen. Deine Atago, ist das ein Premium-Schiff? Ja. Hatten die mir nicht mal gesagt, Premium-Schiffe kriegen ein verbessertes Matchmaking? Oder war das nur bei World of Tanks mit den Premium-Panzern? Irgendwie habe ich sowas in den Ohren. Oder im Hinterkopf. Oder irgendwie. Oh, Stimme geht gleich. Ich glaube, da müssen wir mit zwei Premium-Schiffen fahren. Wieso? Weiß nicht. Ja, ich fahre mit der Tirpitz. Auch ziemlich Premium. Achso. Ah, stimmt. Ich hab's jetzt mit der Bismarck verwechselt. Ah, es ist Schwesterschiff. Naja. Ja, läuft. Da kann man mehr Schaden machen an den Gegnern, mehr MP verdienen. Ja, auf jeden Fall. Wollen unsere nur Gutes tun. Ja, natürlich. Genau so muss man das sehen, glaube ich. Ist ja nicht so, dass die alle, ja, du, die können alle 5 Kilometer weiter schießen als ich. Ja, und ungefähr 10 Kilometer weiter als ich. Das ist richtig. Und da hinten haben wir einen Zerstörer, der kann ungefähr 20 Kilometer weiter Torpedos legen. Da ist noch einer. Ja, das macht erstmal nichts. Wir schießen erstmal auf den einen. Und dann habe ich schon mal getroffen. Einmal nur. Ja, ich nicht. Und dann auf den. Guck mal, der Moskwa fährt da hinten auch rum. Moskwa ist übrigens russisch für Moskau. Ah. Wusstest du nicht? Jetzt nicht gedacht. Da steht noch mehr in dem Nebel drin, ne? Ja. Irgendwas schießt er auch mit APs raus. Oh, oh. Oder was da an Torpedos ankommt. Ja, ja, wie gesagt, ne? Die eine kann 20 Kilometer bei die Torpedos legen. Ja. Soweit ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das bekommt unsere Gearing jetzt an. Naja, die ist ja durchgekommen schon. Da hinten ist noch eine. Unser Ibuku sieht da hinten auch ganz schön viele Torpedos auf sie zu fliegen. Wird ziemlich. Ja, das ist hier alles nicht so schön. Detected. Wahrscheinlich von den Zerstörern da in der Mitte. Mal gucken, ob unsere Chimikaze da jetzt irgendwie die Ibuki da zerlegt oder nicht. Weiß ich nicht. Bin jetzt auch detected. Hinterm Nebel steht die Yamamoto, da komme ich leider nicht hin. Aber aus dem Nebel herausschießt erstmal nichts auf uns, ne? Ist auch nicht schlecht so. Ist das Ding kaputt da jetzt oder nicht? Nee. Neptun, irgendeinen Punkt hat jetzt irgendeiner erobert. Hinten ist der große Kurve fest. Ja, komme ich nicht ran. Nicht oh, Torpedos. Ja, du bist 6 Kilometer vor mir. Ja. Nur einige. Ja, ein paar wenige. Passt schon. Der Gegner hat schon mal erstes Blut gekriegt, das ist immer nicht so schön. Muss doch mal irgendwann eigentlich einer hier, aber ja, da der große Kürfürst näher, so richtig in meiner Reichweite ist er noch nicht. Aber ich drück einfach mal ab. Vielleicht fährt er ja rein. Versuch im Rachenklick. Oh oh. Ja, tot. Oh, ein bisschen zu weit vorgehalten. Bisschen kürzer wäre gut gewesen. Oh, hier kommt noch ein Torpedo einzeln in meine Richtung. Um den einzeln. Ach, guck mal, da wegen dem Z-Dings. Oh, shit. Ja, einen muss ich jetzt nehmen. Vom Z-Ding ins Kirchensdorch. So, und dann können wir jetzt mal gucken, was wir da mit dem kleinen Z-Ding Kirchen machen können noch. Wir müssen das Hauptgeschütz draus ausüben. Ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Secondary ist dran. Habe ich jetzt ein Torpedo genommen und keinen Schaden gekriegt? Oder sind die vor mir ausgelaufen? Habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Könnte natürlich sein, dass der vor mir ausgelaufen ist. Oh, auf jeden Fall hat schon mal meine Secondary ein bisschen Schaden gemacht.
auf diesem Wesensverlass hier mit dem Schiff. So, Yamamoto? Yamato, so nicht Yamamoto, was erzähl ich denn hier? So, da gehen wir mal drauf. Bumpel die Bumpel. Eingeschlagen, 7000, alles klar. So, große Kühlfürst, 12,7 Kilometer. Oh Gott, der ist viel zu nah dran bei mir. Den gebe ich mal schon mal als primäres Ziel für meine Secondary an. Hoppala. Ja, nee, ich habe gerade von der Yamato quasi anfliegen sehen. Was da so alles kommt und das sah nicht sehr schön aus quasi. So, aber es hat jetzt noch nicht so... Oskott ist fast down. Ja, ja. Versuche mal ein bisschen was drauf zu drücken. Hab sie gekriegt. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Au! Ah, Finden auf den Hinterein noch gekriegt. Wer hat B? Versucht den Kurfürst ein bisschen zu grillen. Ja, das ist ja keine schlechte Idee. Kann er auf dich wirken von da, wo er ist? Theoretisch. Wo will der denn hin überhaupt? Wäre doch ganz stumpf eigentlich. Ja, der versucht irgendwie möglichst hinter den Berg da zu kommen. Aber ich habe jetzt wieder Feuer gelegt, die brennen jetzt ein bisschen länger. Er macht doch das gleiche, was man eigentlich mit einem Kreuzer machen soll, da so in diese so eine Lücke reinfahren und so. Guck mal, wie viele Torpedos hinten schon wieder ankommen, auf unseren großen Kurs. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Das hat er nicht überlebt, alles klar, okay. Ich will nicht sagen, aber wir sind jetzt hier primäres Ziel von den ganzen Schiffen hier auf der Seite. Upp, da kommt auch schon die erste Schelle angeflogen von der Yamato und Torpedos, die immer noch unterwegs. Ach, das waren deine, okay. Ja. Missouri. Oh, die sind für mich hier. Oha. Sind die ausgelaufen? Ja, ne? Ja. Also, man muss mal auf Glück haben. So, zwei Feuer mit einer Salve. Klar, Lion, ist alles kein Problem. Machen wir immer gerne sowas, ne? Ja, ich kann ja leider nicht mitreden gerade. Ich war nicht dran. Oh, ich war sogar drauf, der Lion. Ich war abgeprallt, aber ich war drauf. Ah, das ist wieder der Kurfürst. Ah, der ist zu weit weg für mich. Ich war da ein bisschen näher ran. Witz, oder? Kriegst du wieder zwei Kugeln fliegen an. Zwei Kugeln. Und reicht aus, um mir wieder ein Feuer zu machen, ne? Irgendwo ist hier ein Zerstörer. Sehr nah. Okay. Das ist vielleicht nicht detected, der muss ziehen. Oder näher sein. Das ist keine gute Nachricht. Ja. Hielt immer kurz auf mich und dann wieder nicht. Das ist seltsam. Ja gut, da muss ich halt auch nicht verraten, ne? Und ich komme jetzt hier um irgendeine Ecke und dann... Oh, Torpedos. Wenige. Ich bin im Schatten der Insel. Schatz Motel war ich drauf, aber wenig Schaden. Die lernen auf mich. Und dann brennt sie gleich. Er hat Spezialfeuerzeug dabei. Aber wo soll denn der Zerstörer sein, der sich hier die ganze Zeit aufklärt? Da hinten neben der Insel schießt irgendeine AP in deine Richtung? Ach, das ist Yamato. Yamato. Dann brennt jetzt mal. Bei unserer Gearing jetzt, bei wer brennt? Ach, nein. Hat schon wieder gelöscht? Ah, doch nicht. Da ist nochmal ein großer Kürfürst, ein 20. Au. Oh, das hat ordentlich. Großer Kürfürst hat unser Gehring zerlegt.
Oh, die Leyen brennt aber schön. Jetzt hier ein großes Problem. Inwiefern groß? Großer Kuhfürst? Ja, und meine HP groß. Oder besser gesagt, HP klein. Ja. Bin groß. Ja. Versuch bei der Leyen mit zu helfen da hinten. Ja. Boah. Macht mir gelingt nicht so viel Schaden. Ja, ich habe gerade eben auch gekostet. 4000 hat er noch. Ich habe gerade mal großer Kurfürst gekostet hier. Darf ich? Oh shit, da ist die Yamato noch. Jetzt hat er noch 1000. Na, jetzt ist er weg. Okay. Oh, du hast ihn gekriegt, sehr schön. Oh, oh. Ja, die Yamato ist da auch. Oh, 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 oh. Oh, oh. Das, das sah sehr schmerzhaft aus gerade bei dir. Ja, ich war dann doch leider zu nah, nur ich muss halt irgendwie ran, weil. Ja, ja, ich weiß. Das ist der große Nachteil hier. Man hat extreme Gunpower, aber man muss nah ran. 104.000 Schaden. Oh, nicht schlecht. Eine Hausnummer. Ja. Kann gerade mit 31.000 hier dienen. Chemikase, der Zerstörer, der steht einfach nur herum. Okay. Der ist AFK, auf den kann man nicht zählen. Gott. Kannst du Torpedos für die Missouri legen? Ah, fuck! Was muss einer durch? Ja, ich wollte ja eigentlich genau hier in die Ecke rein, aber. Die Feuerlöschen. Oh. Der platzt da auch. Der wird geschossen. Peter ist auf der anderen Seite, geht das? Oder? Ja, 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 ich warte gerade. Oh, die müssten jetzt eigentlich ganz gut kommen. Das ist so weit. Ah, ich glaube, er bremst voll. Mir egal. Wird schon gut kommen bei ihm. Alter, was ist das denn für ein. Rattenschiff. Ah, ist knapp, knapp, ganz knapp davor. Ja, ich krieg natürlich von irgendwo wieder volle Breitseite. Die Schnauze, das tut weh. Der Yamato kommt auch noch in meine Nähe. Bin ich jetzt ganz bitter. Oh, Yamato, nein! Ah, aber was ist dann? Ah, ich hätte noch länger warten sollen mit den Torpedos. Ich hätte einfach nur unser Kündchen länger warten sollen mit den Torpedos. Aber gut, zum Schluss hat es nochmal ordentlich Schaden auf die Uhr gebracht, die Missouri. Das hat nochmal gut für mich gebracht. 85.700 habe ich jetzt so. Okay. Ja, das ist unser Zerstörer nix. Einfach AFKs. Ja. Ein Kindle gemacht, danach AFK. Naja, den Teamkill hat er schon vorher gehabt, oder? Hm? Er hat gekillt und dann AFK. Oder wie auch immer. Weil der hat eigentlich das Game dann verloren. Wenn der da herumfahren wird und die ganze Zeit seine Torpedos reinwerfen, dann wird es vielleicht noch drehen können. Oh, die Missouri geht gleich nach unten.
nicht schlecht, aber ja. Kommt er nicht von der Yamato rein? Ey, ah, ja. Einen großen Kurfürst. Ja. Da siehst du, wie ich an der Neptun mal zerlegt werden kann. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ja, das ist echt sehr schade. Warum steht denn hier so rum? Weil ich guck mal, 1, 2, 10 Torpedos kann er legen. Die 3. 3 Batterien oder sogar. 15. Hey, die Witzka. Immer schön im 5er-Pack bis 20 Kilometer. Ja. Schade, mein Guter. Eigentlich ziemlich spannend. Ja, ich hätte gerne meine Schiffstorpedos noch im Ziel gesehen, muss ich sagen. Ja, komm, das war es jetzt auch für die Sau. Es war ausgelaufen, die Zeit. Ach, schade, ne? Eben der Abschlussschirm war schöner, da war das die Fontäne schöner noch hoch. Ja, eine Niederlage fast 3000 EP, ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Teamwertung, wie sieht's aus? Der Hälfte kann man mal machen, sowas. Vor allem wir mit unseren 8ern im 10er, also. Ja, aber nicht schlecht, ne? Ich habe Bericht. Ah, das ist unser 10er Zerstörer, dann nix. Ja, das ist sehr schade. 200.000 haben wir Gewinn gemacht in der Runde. Das war eine Folge. Armored Warfare. Ach Quatsch, Armored Warfare. World of Warships. Hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und der Thompson war bei uns. Auf Wiedersehen. Servus. Ja,